Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Cornhub. Wir schauen uns jetzt den Fan 716 bis 724 Vario SCR an in der Version 1.0. Das Ganze kommt von den Modder Kuddel, gibt es nur für PC und Mac, findet ihr einmal in der Kategorie Fahrzeuge und dann mittelgroße Traktoren. Hier haben wir das gute Stück Fan 716 bis 724 Vario SCR mit 165 PS Standard angegebener Leistung, 400 Liter Diesel, 38 Liter Blue, 50 km/h Max-Speed für 110.000 in der Anschaffung, 5.610 im Leasing. Felgenfarbe kann in diversen Farben abgeändert werden, ebenso die Hauptfarbe, da haben wir helles Grün, dunkles Grün, Türkisblau so ähnlich, Schwarz und Dunkelrot. Mit Reifenhersteller, Reifenvariante, Design, Licht, Rundumleuchte, Warntafeln, Spiegeln, Motorausführung und Frontladeranbau stehen euch insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Config-Blöcke zur Verfügung. Reifenhersteller standardgemäß ist BKT mit Reifenvariante Standard. Das Ganze gibt es noch als Radgewichte, Breitreifen, Breitreifen mit Radgewichten, andere Breitreifen, diese Breitreifen wiederum mit Radgewichten und wiederum Standard. Dann haben wir Trelleburg mit Standard, Radgewichten, Breitreifen, Breitreifen mit Radgewichten und wiederum Standard. Michelin mit Breitreifen, Breitreifen mit Radgewichten, Breitreifen und das war's. Ne? Also ihr seht das ja. Dann haben wir wiederum BKT mit dabei. Design Nummer 1 gibt es einmal Standard und einmal Designlinie. Das seht ihr hier, wird vorne die Motordurchlassung, denn ist jetzt einfach ein paar, ne, heller und hier haben wir Chrom dementsprechend mit da oder wird ist vielleicht auch Chrom. Ne? Also das ist die Designlinie. Dann gibt es beim zweiten Design einmal Power und Power Plus. Ne, dann seht ihr, ändern sich hier drinne die Sitzfarbe von, ich nenne es mal so dunkel, blau, grau in schwarz. Ja, könnt ihr zwischen Profi, also könnt ihr zwischen Profi, Power, Profi Plus und Power dementsprechend durchwählen, wenn ihr das wollt. Dann haben wir einmal Licht, da gibt es einmal Standard und Erweitert. Ihr seht, bei Erweitert sind dann dementsprechend mehr Lichter hier noch mit verbaut, wenn ihr das wollt. Rundumleuchten gibt es entweder Nein, links, rechts oder beide. Ne? Also Nein, 1, 2, aus. Warntafeln, Simpel, Ja, Nein. Spiegel, standardgemäß und Weitwinkel. Das ist eine recht schicke Sache. Dann Motorausführung 716 Vario, 718, 720, 722 und 724, sowie 724 kf, heißt 165, 180, 200, 220, 240 PS maximale Leistung. Ansonsten haben wir noch Frontladeranbau, ja, also nein, ja und ja, heißt im Endeffekt gar nichts, dann ja mit vorderen Kotflügeln oder also mit Fendern und ohne Fender, recht schicke Angelegenheit. So, schauen wir uns das gute Stück in dem Falle mal hier an. Wir haben Fendt 724 Vario in dem Falle hier. Wir haben diese Designlinie mit dabei, deswegen hier vorne verchromt bzw. halt grau. Wir haben Fronthydraulik mit dabei. Wir haben hier die BKT 540-65R30. Das kann man soweit auch alles ganz schnieke erkennen. Ansonsten hier Auspuff verchromt. Wir haben Kennzeichen mit dran, LSKF 724. Ansonsten haben wir hier noch die Zusatzbeleuchtung an Lichtern mit dabei. Wir haben oben zwei Rundumleuchten ebenso noch mit drauf. Alles in dem Falle kein Problem. Hinten haben wir einmal die Warntafeln, ne, das haut soweit auch hin, ne, normales Kennzeichen, Arbeitslichter nach hinten, Zusatzarbeitsscheinwerfer, die hier noch mit angebracht worden sind, ansonsten hinten auch die üblichen Anschlüsse. Wenn wir uns das Ganze im Innenbereich angucken, haben wir Lenkrad, da steht Fan drauf, das lässt sich bewegen. Wir haben die Weitwinkelspiegel hier mit dabei, die sind soweit auch in ihrer Form. Ansonsten einmal hier die Profi, ne, Black Dings hier, Line auf jeden Fall, dass es halt schwarz ist in dem Falle. Ne, Monitor, Decke, ihr seht, wenn ihr alle Funktionen nutzen wollt, braucht ihr noch Simple IC, schauen wir uns dann später an. Ne, ansonsten, boah, sieht eigentlich gut aus, es gibt leichte Unschärfe halt noch an einigen Stellen, was man halt so kennt, aber bis dato sieht das eigentlich recht schicki aus, muss man lassen. Ja, würde ich mal sagen, hören wir uns den Sound an.
Ja, Sound hört sich eigentlich soweit schnieke an. Ich bin mir sehr sicher, dass das kein Standard-Sound mit ist. Ich meine, wir haben an der Fendt-Marke selber, wenn wir uns das Ganze hier anschauen, A, B, C, D, E, F, den 724 hier in dem Fall. Wir haben da ja die 700er Vario-Reihe, die hören sich alle gleich an. Und der Start, ja. Oh, Moment, da habe ich mich verklickt, Entschuldigung. Das kennt man. Aber ihr seht hier, der 716er jetzt, aber was halt so Standarddings ist, ne, hört sich halt komplett anders an. Also, hubala, bitte weg hier. Also, von daher, ne, also Standard-Sound ist es nicht. Den Start kennt man in meinen Augen, aber der Rest halt nicht. Ja, von daher, ganz schnieke, inwiefern am Original schreibe ich dazu, wenn ich was dazu schreiben kann. Kommen wir mal zum Thema Funktionalität. Ihr seht, hier mit dem Bein wird gearbeitet, das ist sehr schön. Die eine Hand ist am Lenker, die andere Hand am Joystick soweit. Wir haben vorne digitale Anzeigen, 53 km/h, wie jetzt aktuell angezeigt wird, und Umdrehung, das haut hin. Wenn wir vorwärts, rückwärts fahren, leuchten die Pfeile, das kennt man. Wenn ich einen Blinker anmache, haben wir das Ganze auch mit dabei. Die Spiegel funktionieren soweit auch, da kann man sich auch nicht drüber beklagen. Der Monitor hier selber geht mit an. Ne, sobald wir hier die Zündung loslappen, das haut also soweit auch alles mit hin. Das passt. Wenn wir uns das Ganze dann einmal hier in der Nacht anschauen, sehen wir dann hier, der Monitor selber gibt halt Licht ab. Wenn ich aber hier noch Beleuchtung mit anschalte, werden dann noch einzelne Elemente mit beleuchtet. Plus, ihr seht hier, wenn ich Arbeitslichten vorne hinten anmache, ne, haben wir dann auch separate Icons, die hier mit aufleuchten. Das ist eine recht schicke Sache, das ist genauso wie hier rundum leuchten. Ne, also das haut soweit alles hin. Ansonsten, Blinker sind im Außenbereich auch mit vorhanden, reflektieren auch, genauso wie hier die rundum leuchten. Ansonsten gibt es normales Fahrtlicht, hinteres Arbeitslicht und vorderes Arbeitslicht. Könnt ihr separat mit Numpad 5 und Numpad 6 aktivieren und deaktivieren. Ne, auch hier die erweiterten Scheinwerfer sind soweit alle da und funktionieren auch. Oh, Hupe kennt man in dem Fall schon. So, ich habe ja schon gesagt, Simple IC unterstützt damit auch, wenn ihr alles nutzen wollt. Also einmal Leertaste drücken, könnt ihr hier vorne das Sonnenrollo hoch und runter machen. Könnt ihr oben das Dach öffnen bzw. schließen. Ihr könnt hier die Fahrertür öffnen und wiederum schließen. Das ist alles kein Problem. Ihr könnt hinten hier im Heckbereich in dem Falle einmal öffnen, zack. Ne, einmal wiederum schließen. Ja, und das war es in dem Sinne eigentlich auch schon. Jedenfalls das, was ich gesehen habe. Im Außenbereich habe ich jetzt hier, was Kotflügel angeht, könnt ihr halt nur im Menü abbauen. Separat als Simple IC ist es jetzt nicht getan. Ne? Aber das reicht doch vollkommen aus. Ne? Manche stehen ja, oder viele stehen ja auf Simple IC. Da können sie Bilder mit rumspielen. Ansonsten 53 km/h maximale Fahrtgeschwindigkeit. Fahrphysik ist ein bisschen anders, als wie man sonst so kennt. Könnte aber auch einfach nur so wirken, weil ihr seht, der Sitz geht hier schön mit, ne? Deswegen könnte das so ein bisschen wirken, als würde man schwimmen oder so, aber nö, das ist eigentlich soweit alles in Ordnung. Fühlt sich auch sehr angenehm an. Wir haben selbst hier noch ein Icon für Tempomat, by the way. Ne, ihr seht das Ganze hier. Also das ist wirklich schon recht schick gemacht. So, dann holen wir uns einmal einen Flug hier mit rein und einmal in Gewicht. Klassischer Fall. Oh man, 1600 Kilo. Ne? Um das Ganze dann auch noch hier mit zu testen. Bordsteinkanten sind soweit ja kein Problem. Zack, zack. Ne, die Warntafeln selber, die hier mit im Außenbereich halt sind, ne, wenn ihr da hier mit Simple IC irgendwie rumdrücken wollt, ihr seht, klappt in dem Falle aber auch nicht. Wenn ich jetzt einmal hier rausgehe, zack, und da hat man ja so eine separate Anzeige hier. Da seht ihr, dann könnte ich jetzt einmal, wenn ich, da musste ich mal kurz den hier machen, zack, ausmachen, zack, dann kann ich hier noch die Warntafeln mit einstellen, ne, ne, hätte ich beinahe vergessen. Aber das geht halt nur im Außenbereich. Ne? Im Innenbereich ist da in dem Falle nichts möglich, was das angeht. Beinahe vergessen. Aber ich hab's noch gemerkt. So, dann hauen wir vorne einmal das Gewicht dran. Und dann hinten einmal hier den Flug. Ihr seht, Sound ist mit dabei. Dynamische Kabelschläuche ist soweit auch alles hier mit vorhanden. Ne? Ihr seht, das Ganze geht auch bis ganz runter. Das gleiche gilt für hier vorne. Ne, das haut soweit alles hin, ohne Probleme macht er das soweit. Ja, bleibt ja zu guter Letzt nur noch der Lok übrig und der sieht mehr oder weniger gut aus. Ihr seht das Ganze hier. Wir haben, also es lädt, stinkt normal, haut hin. Dann kommen Errors dazu. Fendt SCR Wheels Not Found i3D. New Rims i3D. Also, wir haben am Ende des Tages 1, 2, 3, 4... 5 Errors drin und die duplizieren sich leider. Alles, was halt New Rims i3D halt angeht. Ne? Also da müsste man definitiv nochmal gucken, weil das ist nicht normal. Und das sollte, denke ich mal, auch nicht passieren.
da muss definitiv nochmal nachgebessert werden. Ich meine, prinzipiell funktioniert das so, ohne Frage, aber die Lokfehler, trotzdem, da nochmal nachschauen, würde ich sagen. Wer trotzdem Bock drauf hat oder sagt, na Moment, das kann ich selber fixen, gibt das Scheißding her. Also Scheißding in Anführungsstrichen, ne? Ihr wisst, was ich meine. Dann findet ihr den Download-Link inklusive die Bewertung, wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen, ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssi, Kowski.